Hier geht es darum, wie ihr auf euren Server Permissions laufen lassen könnt. Also das geht natürlich nur für den Bucket-Server und das geht mit Hilfe von dem Group Manager und von iChat. iChat unterstützt das Ganze und zwar habe ich euch jetzt schon das Ganze konfiguriert, also mehr oder weniger konfiguriert. Und zwar ist das in der WinRAR-Datei, die ich bald uploaden werde. Hier findet ihr drei JAR-Dateis. Oder ja, drei JAR-Dateis und zwei normale. Also zwei Ordner. Die könnt ihr euch auf den Desktop packen. Okay, Moment. Ich muss mal gucken, ob ich da wirklich nichts vergessen habe. Ja, also das hier sind die Dateien, die ihr braucht. Also Essentials. Ach, ich kann das nicht aussprechen. Groupbridge, dann iChat, dann der Ordner von iChat und dann der Group Manager. Und die packt jetzt auf euren Plugins Ordner. Also zuerst geht ihr auf den Bucket Server, dann auf den Plugins Ordner und dann packt ihr hier das Ganze rein. Und zwar, wie gesagt, habe ich das meiste hiervon schon konfiguriert in den Ordnern. iChat braucht ihr, weil damit wird die ganze Color und so weiter geht halt dadurch. Und der Group Manager an sich sind halt die Permissions. Und jetzt erkläre ich euch, wie ihr das Ganze konfigurieren könnt. Also der Group Manager ist eher wichtiger als iChat. Und dafür geht ihr jetzt auf den Group Manager Ordner. Dann auf Worlds. Dann auf World. Und jetzt findet ihr hier zwei Dateien. Die Users-Datei ist erstmal für euch unwichtig. Die Groups-Datei ist erstmal wichtig. Ich empfehle die hier mit Notepad++ zu bearbeiten. Mit dem Editor ist das einfach nicht gut, weil dadurch werdet ihr zu viele Fehler beim Konfigurieren machen. Ja, das könnt ihr einfach mal googeln. Notepad++. Findet ihr hier. Okay, das öffnet ihr dann halt, wie gesagt, mit Notepad++. Und jetzt habt ihr hier schon meine Gruppen, die ich eingetragen habe. Ihr könnt die auch umbenennen, ist eigentlich völlig egal. Jetzt zum Beispiel Default könnt ihr Gast nennen. Und hier. Also. Hier sind dann die Permissions, die findet ihr jeweils von den Plugins, müsst ihr die einzeln eintragen. Also der Gast braucht, glaube ich, keine Permissions. Das hier braucht, denke ich, auch nicht. Kann sein, dass ihr ja wollt, dass der Gast irgendwelche Permissions hat, aber ja, wie gesagt, ich trage den halt keine Permissions ein. Der Builder, also der Spieler, der ganz normale Spieler, muss schon einige Permissions haben. Also ich weiß jetzt nicht, was ihr für ein Plugin benutzt, aber ich benutze ja Comment Book. Und dann schreibt ihr halt jeweils, also Minecraft, und dann kommt das Plugin, das ihr benutzt, also zum Beispiel Comment Book. Und dann müsst ihr dahinter schreiben Permissions. Dann findet ihr halt die jeweilige Seite dazu. Und hier findet ihr dann halt die Permissions. Hier seht ihr den Comment und hier die Permissions dafür. Ihr könnt das natürlich auch übersetzen, wenn ihr Google Chrome habt, dann, wenn ihr das nicht, wenn ihr die englische Version hiervon nicht versteht, könnt ihr es auch übersetzen. Und ja, ich mache jetzt zum Beispiel, ich verwende gerade nicht Comic Book auf meinen Server, weil das ist ja nur der YouTube-Server. Ich nehme mal WorldGuard Permissions. Okay, ich möchte mal, dass der Spieler, dass er, ich sag einfach, dass er sich heilen kann. Ist jetzt zwar ein schlechtes Beispiel, aber naja. Okay, dann müsst ihr halt, eine Zeile runtergehen bei den Permissions und dann kommt ihr so ein neues Textfeld sozusagen und dann müsst ihr hier so einen Strich machen.
dann eine Leertaste und dann müsst ihr halt die Permissions hiervon kopieren und dann halt einfügen. Okay. Ich muss mal hier was ganz kurz gucken. Ich verstehe gerade nicht, warum das mir rot unterstrichen wurde. Das heißt für gewöhnlich, dass ich... Achso, ja. So. Rot heißt gewöhnlich, dass ein Fehler ist, aber es hat nicht immer der Fall, dass Rot Fehler ist. Okay. Jetzt hat die Permissions hier eingetragen. Und naja. Jetzt zeige ich halt gleich im Game, wie die Permissions gehen. Ich mache jetzt noch kurz World Edit Permissions für den Spieler. Obwohl der Spieler das eigentlich gar nicht haben sollte. Naja, ist einfach nur ein Beispiel, wie gesagt. Okay. Sagen wir einfach mal... Moment, ich muss hier was suchen. Dass er sich mit dem Command Brand eine Holzachs machen kann. Also die Holzachs für World Edit. Und sagen wir mal, dass er auch, ja, natürlich sollte er es auch markieren können. Und, sagen wir, dass er Set machen kann. Ich muss mal kurz den ganz normalen Set-Comment suchen. Ja, hier ist der. Den füge ich mal auch ein. Okay, das Ganze könnt ihr natürlich auch bei Gast machen, bei Moderator, bei Admin. Naja, obwohl bei Admin und Owner empfehle ich OP zu benutzen, weil das viel leichter, weil Admins und Owner sollten für gewöhnlich eigentlich komplette Permissions für alles haben. Bei Moderator müsst ihr dann halt mehr eintragen. Der Spieler auch. Ja, könnt ihr halt selbst entscheiden, was ihr dafür Permissions benutzen wollt. Okay. Wie gesagt, ich habe das jetzt beim Spieler gemacht, eigentlich Permissions, die er gar nicht haben sollte, aber naja. Okay, und die Users-Datei, wie gesagt, ist erstmal unwichtig. Hier steht nur, welcher Spieler in welcher Gruppe eingetragen ist. Aber naja. Das könnte ich auch im Game ändern. Und dann kommen wir jetzt zu iChat. Die Config, naja, die müsst ihr zwar nicht ändern, aber ich kann euch hier ein paar Sachen zeigen, die ihr ändern könntet. Ihr braucht jetzt den Color Code von Minecraft. Den stelle ich euch auch in die Beschreibung. Hier gibt es verschiedene Color Codes. Jetzt zum Beispiel, ja, also. Ihr müsst halt hier zum Beispiel 0 ist gleich Black, 1 Dark Blue und so weiter. Und ihr müsst dann hier, habe ich ja zum Beispiel ein End stehen, also das End, was ihr, wenn ihr Capstock anhabt, als 6 da steht, das müsst ihr halt machen, ein End. Und dann den jeweiligen Buchstaben für die Farbe, die ihr haben wollt. Ihr könnt hier ein bisschen rumexperimentieren, was ihr hier ändern wollt. Zum Beispiel Display Name könnt ihr auch ändern. Ich mache jetzt mal, dass der Spieler nicht, also End A wäre ja hier Bright Green, ich mache mal, dass das Ganze Dark Blue ist. Obwohl, nee, machen wir mal Pink. Die Message soll halt in, ich sag mal, in Gelb sein. Und der Name, ach egal, hier machen wir auch einfach End B. Ich weiß jetzt nicht, was hier der Unterschied ist zwischen Name und Display Name. Könnt ihr ja mal rumexperimentieren. Okay. Das war es erstmal mit der Config. Die ist auch nicht sehr wichtig, wie ich gesagt habe. Da könnt ihr halt die Farben ein bisschen anpassen im Chat. Und ja. Und jetzt kommen wir hier nochmal dazu, wie ihr. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt ein Permissions-Plugin habt, wie hier das ja Group Manager war, dann habt ihr bestimmte Gruppen eingeteilt und diese Gruppen sind im Chat halt farblos mit dem Group Manager und hiermit könnt ihr es halt machen, dass die bestimmten Gruppen farbig sind. Und Moment, ich muss noch mal gucken, wie die Gruppen bei mir beim Group Manager hießen. Das habe ich jetzt nicht so im Kopf.
Ach so, ja, dann könnt ihr hier von der Groups zur, was war das nochmal von iChat? Moment, ich muss es von iChat suchen. Ach so, ja, genau, die Variables. Dann müsst ihr von den, also von den Variables zu den, Permissions wechseln. Oder nein. Ach, Moment, fangen wir nochmal von neu an. Also, ich mache das mir jetzt ein bisschen leichter. Okay, ich merke mir das Ganze jetzt. Obwohl, nein, Moment. Ich hoffe, das Ganze, was ich jetzt mache, ist verständlich, sonst weiß ich auch nicht weiter. Also, das, was ich jetzt mache, ist unwichtig, aber ich möchte jetzt einfach nur merken. Ach, machen wir das mit Word. Was ich jetzt mache, ist ein wenig unnötig, aber dann habe ich halt einen besseren Überblick. Das müsst ihr nicht machen, was ich jetzt mache. Okay, jetzt weiß ich. Jetzt habe ich das. Okay. Jetzt fangen wir. Also jetzt nochmal zu den iChat Variables. Ich habe gerade ein wenig gefailt. So, und jetzt habt ihr hier bestimmte Gruppen. Und ja. Hier wäre zum Beispiel die Gruppe Gast. Die Präfix ist die Farbe, die der Gast haben soll. Also die der Name Gast haben soll. Und dafür müsst ihr ein And. Also nicht dieses Zeichen hier, wie gesagt, sondern ihr müsst ein And benutzen. Das Zeichen And. Und dann die Zahl halt, die für welche Farbe steht oder der Buchstabe, was auch immer. Ich mache jetzt mal, dass Gast grau sein soll. End 7. VIP soll mal, naja, sag ich einfach End 0 haben. Spieler hat halt End 9. Moderator End 2. Und die Suffix müsst ihr nicht beachten, die ist unwichtig. Jedenfalls für das, was wir jetzt machen wollen. Und ihr müsst hier halt beachten, dass hier immer, womit das anfängt, dass es überall in der gleichen Zeile steht. Also Admin und Gast müssen in der gleichen Zeile, sonst tritt hier ein Fehler auf. Dann zu VIP ist auch in der gleichen Zeile, Spieler auch, Moderator auch. Also ihr müsst das immer so weiterführen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine neue Gruppe hier einfügen wollt, kopiert ihr das Ganze, hier die nächste Zeile und fügt das ein. Und jetzt müsst ihr das halt in die Zeile verschieben, wo das Wort hier rüber auch ist, also die Zeile, die linke Ausrichtung ist halt wichtig. Ach, was weiß ich, Server ohne. Und wie gesagt, ihr müsst halt die gleichen Namen nehmen, wie ihr das hier beim Group Manager auch eingetragen habt. Also Gast muss dort auch Gast heißen, damit das Ganze geht. Admin halt auch. Also müsst ihr einfach nur gucken, wie die Spieler beim Group Manager auch heißen, so müsst ihr das hier hinschreiben. Und dann halt mit der Präfix die Farbe schreiben. Ja, ich hoffe, ihr habt es jetzt verstanden und jetzt zeige ich noch ein paar Ingame-Comments, die vielleicht wichtig sein könnten. Okay, ich komme doch nochmal kurz zum Group Manager. Ich meine, dass ich da ein wenig zu we also ein bisschen zu wenig über die Zeilen gesagt habe. Ich wollte halt nur an etwas erinnern beim Group Manager. Also, hier zum Beispiel bei den Permissions, der Strich und die Leertaste müssen in den Zeilen von dieser Gruppe gleich sein. Und dann müsst ihr halt beachten, dass das Moderator mit der vorherigen Gruppe übereinstimmt, wie ich das hier schon vorhin gemacht habe. Das steht ja in der gleichen Zeile sozusagen, also von links aus gesehen. Dann dieses Permission mit dem unteren Permissions auch. So könnt ihr es halt überprüfen, ob das alles richtig steht. Ja, und dann noch, manchmal ist es so, dass wenn ihr jetzt etwas umschreibt, ich schreibe jetzt einfach mal irgend so eine Permissions hin, die es eigentlich gar nicht gibt, dann kommt manchmal hier sowas Rotes. Und dann müsst ihr auf die Taste gehen, wenn ihr einen Buchstaben entfernen wollt. Dann kommt ihr hier hin. Und dann müsst ihr nochmal auf Leertaste klicken, bis dieser Strich hier an dieser Stelle von da ist. Und dann sollte es nicht mehr rot sein.
Okay, jetzt kommen wir wirklich zum Ingame-Teil. Okay, jetzt kommen wir zum Ingame-Teil und jetzt trete ich mal beim Server bei. Okay, jetzt testen wir mal den Chat. Ja, wie es aussieht, war alles erfolgreich. Okay, und ihr könnt euch in einer anderen Gruppe zutragen oder andere Spieler in eine andere Gruppe packen, wenn ihr. Also ihr geht auf die Konsole. Naja, erstmal lock ich mich am besten. Dann habe ich ja alle Rechte. Und jetzt packe ich mich mal selber in eine Gruppe. Dafür schreibt ihr einfach slash Manuet. Manuet mit 2 Ds. Und dann den Spieler, den ihr in eine andere Gruppe packen möchtet. Ja, ich hatte jetzt Sarugado. Und dann die Gruppe, welche ihr den Spieler packen wollt. Also zum Beispiel Admin. Also Manuet ist der Comment an sich. Dann kommt der Name. Und dann die Gruppe, in die ihr den Spieler packen wollt. Ja. Und jetzt wollten wir ja noch testen, ob die Permissions gehen, die ich mir zugetragen habe. Oder die ich der Gruppe Spieler zugetragen habe. Ich muss mich mal kurz deoppen. Okay, und ich habe mir ja die Permissions once gegeben. Die geht jetzt auch. Ich kann, wie es aussieht, naja. Okay. Ich muss mal gucken, welche Permissions ich mir noch gegeben habe als Spieler. Okay, Achso, das war ja noch die Heal Permission. Könnt ihr mal gucken, ob die auch geht? Machen wir mal kurz Damage. Okay, mal gucken, ob hier auch geht. Ja. Und ja, wie ihr seht, gehen wirklich nur diese Permissions. Wenn ich mich jetzt zum Beispiel open will, geht das natürlich nicht, weil ich nicht die bestimmten Permissions dafür habe. Und ja, falls ihr was nicht verstanden habt, antwortet bitte in den Kommentaren oder per Privatnachricht oder so. Und wenn ich euch weitergeholfen habe, könnt ihr mir gerne ein Like geben. Und wenn ihr vielleicht meine Videos weiterverfolgen wollt oder ähnliches, dann könnt ihr mich auch abonnieren, würde mich auch freuen. Danke fürs Zusehen.